Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bestandsvideo von mir. Heute gibt es die ganzen Böller zu sehen. Ich fange am besten gleich mal an hier rechts mit den kubischen Kanonenschlägen von Pyroart. Da habe ich noch 6 Stück übrig. Hier sind die Knallnachos auch von Pyroart. Die sind absoluter Dreck, also keine Ahnung, was man damit noch anstellen kann, außer vielleicht keine Ahnung, Feuer anzünden. Hier die Shox Explosive. 2 Schachteln jeweils. Eigentlich wollte ich die schon längst in der Kette verbraten, weil gut sind sie ja nicht. Aber ja, dann hier noch verschiedene Dynamite-Böller. Hier der Stapel ist mit Dynamite D-Böller von Pyroart. Hier der C-Böller und hier der Superböller 1. Hier vorne sind rote Korsaren, 2 Packungen von Fire Event und die King Cobra, die letzte Packung von meiner Neuheitenbestellung von vor über einem Monat. Da kommen aber dann zu Silvester mehr. Hier hinten sind noch die mittleren Kanonenschläge von Weko. Die werden ja keine Ahnung, seitdem ich glaube, seit 2 Jahren oder seit einem Jahr jetzt nicht mehr produziert. Da habe ich damals noch 10 Packungen bestellt. Das hier sind noch 4 davon. Hier sind einzelne Kanonenschläge, kubische Kanonenschläge von Nico. Hier noch einzelne Päckchen von verschiedenen Herstellern. Hier von Leslie ganz unten, von Panda drüber, der Booster B. Hier der D-Böller von Diamond Feuerwerk. Sind übrigens alle Packungen von D-Böllern außer der Booster B. Dann hier von Komet, von Pyroart und von PGE. Das ist diese Packung hier, da habe ich leider nur eine davon bekommen, aber die ist zum Testen. Und hier noch 3 Packungen. Einmal der Big Booster 2, der Booster D und der Booster B Umkarton. Von Booster B habe ich hier nicht mehr so viele. Also ihr seht, ein paar Packungen sind noch übrig, die sind aber auch nicht so besonders gut. Dann hier der Booster D, da sind noch mehrere da. Da habe ich mich irgendwann entschieden, keine mehr zu verbrauchen, weil sie so gut waren. Das sind übrigens alle 3 Umkartons von der ersten Charge. Also von der nicht so legalen Charge. Und hier noch eine offene Packung. Aber der Rest, alles volle Packungen Big Booster 2. Insgesamt fehlen mir daraus, ich glaube, 4 Packungen. Oder 6. Also hier ist einmal eine ganze Packung voll Magic Spinball. Ich finde die übelst geil. Und für den Preis, denke ich, kann man nichts falsch machen. Für Klasse 1. Hier ist eine ganze Packung Seike. Drunter eine Packung Kreisel. Einmal Vulkanix von Panda da hinten. Die Creepers von Leslie. Sternenzauber von Panda. So ein kleiner Mini-Vulkan. Dann hier die Small Coco oder wie man die ausspricht. Hier noch 2 Vesuv. Dann hier einmal Vögel von Pyroart. Admiral heißen die. Hier hinten einmal das Dream Team. Ein Set aus Vulkanen und Fontänen in Klasse 1. Dann hier eine Sonne von Diamond Feuerwerk Typhoon. Hier oben ist das. Hier oben ist das Summer Fountain Set. Hier einmal die Strobes. Ist noch die gute Charge. Hier Feuerkreisel, einmal die Kick von Leslie und Silberkreisel von Panda. Hier noch Pirouette, sind schon älter. Und hier verschiedene Pfeifraketen, die Naughty Screamers, Space Sound Rakete von Keller, die Pfiffi von Pyroart, die Mini Rakete von Panda und hier noch, die ist ja dazugekommen, die Space Travel von Weko. Hier links gibt es die Strobolovo in Rot und Silber und hier eine Packung 3 Pearls. Zu den Pfeifraketen, Mini-Pfeifraketen gibt es übrigens dann noch ein Vergleichsvideo von allen 5 Sorten. Da weiß ich noch nicht, wann ich dazu komme, wird aber noch dieses Jahr sein. Und hier habe ich noch einen großen Eimer voller Feuerwerk, voller älterem Feuerwerk. Da gibt es bei uns einen Laden, der verkauft die immer, also kartonweise. An Silvester sind auch ziemlich schnell weg, deswegen sollte man da kleiner früh da sein am ersten Tag, am ersten Verkaufstag. Und da kaufe ich mir jedes Jahr einen Karton davon. Es sind auch recht schöne Sachen drin. Hier Star Kids, ältere. So. Dann, was ist da noch da drin? China Böller. Das ist halt meistens Postenware, die also ja nicht in Ordnung war oder irgendwie die Verpackung schon aufgerissen ist. Das war hier schon so. Dann ist es noch so drin. Hier Turbo Flyer. Das sind übrigens Böller in Vogelform. Also hochfliegen tut davon keiner.
Die sind uns bis jetzt alle explodiert. Finde ich aber irgendwie lustig. Habe ich auch noch ein Video dazu, das wird auch noch online kommen. Dann hier Star Kids von Feistel. Was ist da noch so drin? Ja, noch mehr hier. Noch mehr Star Kids. Da sind ganz viele Packungen Star Kids drin. Hier außen sind nochmal ja, Wunderkerzen. Pirouette. Also den Eimer gibt es für ein paar Euro. Da kann man nichts falsch machen. Es sind meistens schöne alte Sachen drin. Ich bin gespannt, was dieses Jahr drin sein wird. Auch hier nochmal ganz viele Böller-Packungen hier von China Böller B von Komet. Keine Ahnung, wie alt die sind. Aber definitiv lohnt sich der Eimer zu kaufen. Und hier sind noch so alte. Ja, stellt ihn nicht scharf. Das sind No-Name-Pfeifraketen, Mini-Raketen. Die wenigsten davon fliegen hoch. So viel dazu. Aber ansonsten echt in Ordnung. Das hier einmal. Wunderkerzen in Gold. Toll. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier nochmal eine kurze Übersicht. Ich wünsche euch beim Schauen des Videos, das später noch kommt, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.